Herzlich willkommen zur 112 Rescue hier in Dortmund. Heute ging's los. Heute wurde die Messe feierlich eröffnet und ab jetzt kann man die 240 Aussteller hier in den 4 Messehallen und auf dem großen Freigelände besuchen. 112 Rescue. Eröffnet wurde die 112 Rescue heute von Dortmunds Bürgermeister Thomas Westphal und auch NRWs Innenminister Herbert Reul ließ es sich nicht nehmen, die Messe heute am ersten Tag zu besuchen. Die Dinge, die ihren Alltag prägen, werden immer drängender. Und das, was wir in Großstädten erleben, an besonderen Lagen im Bereich Katastrophenschutz, aber auch Sicherheitsleistungen, werden Jahr für Jahr größer. Und dann haben wir, und das macht diese Messe aus meiner Sicht hervorragend deutlich, eine technologische Herausforderung, weil, ich sag mal so, das klassische Bild der Rettungskräfte, Helden, die sich einsetzen, ist nicht falsch. Aber das Heldentum ist nichts ohne technische Unterstützung. Und wenn wir uns hier umschauen auf dieser Messe, was es mittlerweile für Entwicklungen gibt, dann hat das eine rasante Entwicklung bereits genommen. Und wir würden uns freuen, wenn das so weitergeht, weil das natürlich auch eine wirtschaftliche Funktion hat. Ist doch ganz klar, die Firmen, die diese Technologien entwickeln, freuen sich darüber, dass es möglich ist, mit ihren Technologien Menschenleben zu retten, aber natürlich auch darüber, dass sozusagen das Business funktioniert. Ich glaube, es ist nicht irgendeine Messe, sondern es ist eine Messe, die Richtung Zukunft läuft. Eine Messe, die Zukunft hat und eine Messe, die dringend gebraucht wird. Die 21er Flut steckt uns in den Knochen und schon sind wir im Süddeutschen gerade wieder mitten im Wasser, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir lernen, dass wir ganz viele Fragen nicht beantwortet haben. Ist ja klar, wenn man Fragen nicht, wenn man die nicht auf der Tagesordnung hat, kümmert man sich auch nicht drum. Und deswegen haben wir Nachholbedarf. Das ist die Wahrheit. Wir haben riesigen Nachholbedarf an allen Ecken und Enden. Die einzigen, die auf der Höhe der Zeit sind, sind diejenigen, die sich damit als Experten oder auch als, ja, auch als Ehrenamtliche oder Hauptberufliche damit beschäftigt haben. Die haben das ihren Job immer weiter gemacht, immer weiter entwickelt und es ist ja verblüffend auch von dieser Messe, wenn man sieht, was es da alles gibt. Also das Wichtigste ist, glaube ich, und deswegen habe ich die Schirmherrschaft gerne übernommen, das Wichtigste ist, es soll eine politische Unterstützung sein für das Anliegen, Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz, Brandschutz in den Mittelpunkt zu rücken. Ein großer Schwerpunkt der 112 Rescue hier in Dortmund sind die Extremwetterereignisse. Und da hat Wetterexperte Carsten Schwanke heute einen spannenden Impulsvortrag gehalten und betont, welchen Stellenwert die Extremwetterereignisse eben für Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz haben. Ich meine, aktueller könnte man die Antwort gar nicht geben. Wir hatten gerade die großen Überschwemmungen im Süden Deutschlands und die haben ja gezeigt, dass dort umfangreich Rettungskräfte eingesetzt werden mussten. Und als Meteorologe muss ich nochmal unterstreichen, wir leben in Zeiten eines galoppierenden Klimawandels. Und das nimmt immer weiter Fahrt auf. Das heißt, das, was wir gerade gesehen haben im Saarland oder jetzt im Süden Deutschlands, das ist der erste Anfang. Das ist ein Fingerzeig in eine Richtung, in die es gehen wird. Das heißt, das ist das große Thema für Deutschland, für uns als Gesellschaft und eben auch für die Rettungskräfte. Hier auf der 112 Rescue in Dortmund stehen nicht nur die Produkte und Dienstleistungen der Aussteller im Fokus, sondern eben auch der fachliche Austausch und der Wissensaustausch, den man hier untereinander pflegt. Und der Verband der Feuerwehren in NRW begrüßt es, dass es eben auch dieses große und umfangreiche Fachprogramm gibt. Die Einsatzhäufigkeit solcher Lagen in den letzten Jahren zeigt da ja schon, das ist ein Phänomen, das uns jetzt begleitet, das uns aber auch in den nächsten Jahren umso mehr noch begleiten wird. Das hat unser Wetterexperte heute ja auch sehr, sehr deutlich gemacht, dass das eine Tendenz ist, auf die wir uns in den nächsten Jahren einstellen müssen. Alle an der Gefahrenabwehr Beteiligten müssen sich darauf einstellen. Und wir haben heute ja auch gehört, das betrifft eben nicht nur die Rettung unmittelbar, das betrifft auch Bereiche wie den Rettungsdienst, der ja auch bei Hitzelagen etc. sehr, sehr stark eingebunden ist in die Bewältigung der Lage. Also hier sieht man auch, Gefahrenabwehr gehört zusammen. Gefahrenabwehr muss vernetzt sein. Und wenn wir uns alle gemeinsam auf solche Lagen einstellen, dann nur dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und die Begleitveranstaltungen der Messe zeigen auch, dass die Messe diese Tendenz ja auch aufnimmt. Noch bis Samstag habt ihr täglich die Möglichkeit, die 112 Rescue hier in den Westfalenhallen in Dortmund zu besuchen. Ab 9 Uhr hat das Messegelände geöffnet und ich würde sagen, wir sehen uns hier in Dortmund. 112.